Liebe Leute, könnte sein, dass das hier eine Vincent-Keimer-Woche wird. Ich hatte ja gestern schon gesagt, am ersten Brett beim Europacup kriegt der namhafte Gegner. Und heute, am Donnerstag, da ich das einspreche, ist wieder Vincent gegen Magnus-Tag. Gleich wird Vincent Keimer gegen Magnus Carlsen spielen und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich daraus morgen kein Video mache. Und natürlich muss ich heute auch Vincent zeigen und zwar nicht nur Vincent, sondern Vincent und Alex. Es spielt die deutsche Nummer 1 gegen Nummer 2. Die begegneten sich am ersten Brett des Europacups. Vincent für seinen tschechischen Verein, Alex für seinen türkischen. Da habe ich gestern schon ein bisschen zu erzählt und natürlich ist auch das eine Begegnung, die mich besonders interessiert und ich gehe davon aus, euch auch. Vincent sollte natürlich leichter Favorit sein mit 2,717 gegen 2,676. Andererseits ist Alex einer, der auch gegen absolute Weltklasse auf Augenhöhe spielen kann. Und ob er das heute tut, das das werden wir in dieser Partie sehen. Beide waren ungeschlagen bis zu dieser Begegnung, allerdings mit etwas unterschiedlichen Vorzeichen. Vincent hat, wie wir gestern auch an seiner Drittrundenpartie gesehen haben, die ersten drei Partien gewonnen. Alexander hat die ersten drei remisiert. Nun trafen sie aufeinander in der vierten Runde des Europacups und dann schauen wir mal an, was da passiert ist. Vincent beginnt die Partie mit C4, lädt Alexander ein, etwas Englisches daraus zu machen. Und genau das passiert. Alexander spielt E5 und wir haben Englisch auf dem Brett. G3 ist schon nicht der Hauptweg an dieser Stelle und C6 auch nicht. Dadurch, dass zum Beispiel nicht Springer F3 kam mit Druck auf den E5, hat Schwarz hier Zeit C6 zu spielen und möchte sich gerne ein perfektes Zentrum bauen. Vincent spielt Springer F3 und befragt jetzt erstmal den E5. Der zieht vor und wir haben schon eine ganz forcierte Zugfolge hier. Der lockt den schwarzen Bauern ins weiße Lager vor. Dafür zentralisiert sich der schwarze Springer und jetzt spielt Schwarz sein geplantes D5. Und nach C/D ist für Schwarz wichtig zu wissen, dass man hier nicht den natürlichen Zug sozusagen C/D spielt, der tatsächlich nicht so gut ist. Ist noch kein Beinbruch, aber das sollte schon angenehm für Weiß sein. Ne? Wenn wir mal uns so die achte Reihe angucken, da stehen sie halt noch alle Mann versammelt und nur diese beiden Kollegen sind weit vorgerückt und sind insofern ein Ziel für Weiß. Und Weiß kann hier D3 spielen und ganz günstig die Leute befragen und diese Zentrumsspannung auflösen und steht etwas aktiver, angenehmer, besser entwickelt. Das spielt man so nicht. Also so über 2600, ich habe eben in meiner Datenbank geguckt, ein paar 2500er haben hier schon C/D gespielt, aber von den wirklich starken Großmeistern hat das noch keiner gemacht. Da spielt man hier Dame/D5, was natürlich eigentlich dem widerspricht, was alle Schachkinder vom Bodensee lernen, nämlich turne nicht frühzeitig mit deiner Dame im Zentrum rum, die kriegt dann nur Tritte von den leichten Figuren und dann verlierst du Zeit, die du brauchen könntest, um deine Figuren zu entwickeln. Hier in dieser Konstellation ist das ein bisschen anders. Erstmal gewinnt man ja mit Dame/D5 ein Tempo, denn der Springer hängt und muss sich erklären. Man könnte hier E3 spielen, der Hauptzug ist Springer C2, der Springer geht gleich auf eine Reise, die wir noch sehen werden. Und dieses Tempo, das Weiß sozusagen verloren hat wegen des Angriffs auf den Springer, kriegt er natürlich sofort zurück, weil Springer C3, der entwickelt sich mit Angriff auf die Dame, die ziehen muss. Und die zieht sich nach E5 zurück. Das ist eher untypisch. Ne? Die ist zentralisiert, schon in der Eröffnung aufgestellt, aber ist dafür die weißen Figuren schlecht erreichbar und sehr, sehr wirksam. E5 ist ein gutes Plätzchen für die Dame. Es ist halt so, diese Regeln, die es im Schach gibt, diese Faustregeln, die sind halt immer abhängig von den speziellen Umständen oder von den konkreten Umständen. Und auch wenn wir lernen, es ist generell nicht so gut, in der Eröffnung früh mit der Dame auf dem Brett rumzuturnen, in dieser konkreten Stellung ist es gut, da gehört die Dame nach E5 und steht da stabil und leistet auch einen guten Job, indem sie nämlich diesen Pflock, den Schwarz ja im weißen Lager eingeschlagen hat und der Weiß ein bisschen Raum nimmt, indem sie den auch wunderbar verteidigt von E5 aus. Schwarz spielt Springer A6. Hier ist der Hauptzug eigentlich 0-0.
Das ist das, was hier am häufigsten gespielt wird. Zum Beispiel hat es Ding Liren im vergangenen Jahr gegen Hans Niemann gespielt und dann in der Folge eine umkämpfte Partie verloren, was allerdings mit der Eröffnung nicht so richtig viel zu tun hat. A3 ist hier selten, aber ist noch ein Zug, den es schon häufig gab, auch von starken Spielern. A3, ein wenig geht es darum, das Feld B4 unter Kontrolle zu nehmen, aber der Hauptgedanke dahinter ist Expansion am Damenflügel. B4, vielleicht mal in Verbindung mit Läufer B2. Der Springer, der geht auf eine Reise, der wird sich auf C4 wohlfühlen, und wenn Weiß all diese Züge machen könnte, ohne dass Schwarz dazwischen funkt, dann würde Weiß hier sehr, sehr angenehm stehen. Aber beim Schach ist man ja immer abwechselnd dran. Und hier ist der Standard für Schwarz eigentlich Springer C5. Dadurch, dass Weiß früh A3 gespielt hat, hat sich ja hier ein weißfeldriges Loch ergeben, und er möchte hier auch gleich reinspringen und mal ein paar Leute befragen. Das wiederum lässt Weiß gerne zu, breitet sich am Damenflügel aus, der Springer springt da rein, der Turm muss ziehen, und Schwarz holt sich dann den Läufer ab und hat das Läuferpaar, was sicher ein Fund ist. Andererseits, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viel Zeit der Springer gebraucht hat, um hier anzukommen, ne? Springer B8, A6, C5, B3, C1. Schwarz hat 4 Tempi investiert, um sich diesen Läufer auf C1 abzuholen und diesen Abtausch zu machen, und in diese Tempi wiederum hat Weiß nutzen können, um sich etwas auszubreiten, um seine Entwicklung voranzubringen. Und so gleicht sich das aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Bellen im Hintergrund hört, aber meine Hunde drehen gerade auf der Terrasse durch. Die sitzen nicht bei mir. Jetzt sitzen sie draußen und machen da Alarm. Wenn ihr das hört, tut mir leid. Ich hoffe, dass sie sich beruhigen, weil sonst muss ich da gleich mal hin und die beiden ruhig stellen. Wahrscheinlich geht da jemand die Straße lang, und das ist natürlich nicht erlaubt aus deren Perspektive. Nach diesem Ausflug zu den Hunden gehen wir wieder in die Stellung, A3. Und hier kommt, wenn man so will, eine Neuerung. Das ist allerdings eine Neuerung, die nicht so super überraschend ist, weil es ist auch der erste Computerzug an dieser Stelle. Und da sehen wir wieder, wie gut diese Burschen vorbereitet sind. Alexander Lonchenko wird vor der Partie genau diese Stellung auf dem Brett gehabt haben und wird auf dem Schirm gehabt haben, dass hier H5 der Zug ist, den Schachfreund Maschine, unsere Instanz, gerne sehen möchte. Ist ja auch kein ungewöhnlicher Zug, das ist modernes Schach, ne? Diese Fianchetto-Formation, die rempeln wir frühzeitig an, mittlerweile mit H5, H4, und genau dieses H4 möchte Weiß auch nicht so gerne zulassen. Vincent begegnete dem sehr schnell mit H4, auch der wird vorbereitet gewesen sein und wird auf dem Schirm haben, dass man dieses H5, dass man am besten einmal diesen H4-Stopper einbaut. Und jetzt geht's in den Faden weiter, die wir eben schon gesehen haben. Schwarz macht Springer C5. Aber Schwarz spielt halt genauso, wie es auch üblich ist, hat aber dieses H5, H4 eingeschoben. Und er kann argumentieren, dass das günstig für ihn ist. Das sehen wir gleich noch in der Partie, oder das können wir auch hier schon sehen. Denn dieser weit vorgerückte E4, den wird Weiß früher oder später anhebeln müssen. Und in so einer Konstellation ohne H5, H4, wenn wir uns vorstellen, Schwarz rochiert, Schwarz entwickelt den Läufer und rochiert, spielt nicht H5, dann kann vielleicht auch immer mal F3 für Weiß, dieser Hebel, auf der Agenda stehen. Aber so wie es gespielt worden ist mit H5, H4, ist dieses F3 nicht möglich. Also hier ganz konkret hängt der Bauer G3, und selbst wenn er nicht hinge, würde das eben die weiße Formation, hinter der ja der weiße König auftauchen wird, doch sehr stark aufweichen. Insofern kann Schwarz sagen, dieses H5, H4, das ist ganz, ganz günstig für mich, denn das nimmt dir diesen Hebel F3 aus der Stellung. Naja, wir kennen schon die Baden, in denen das geht. B4, Weiß greift ihn an, breitet sich am Damenflügel aus. Schwarz sagt, ist okay, ich investiere diese 4 Tempi und bekomme dafür das Läuferpaar. Jetzt muss Schwarz natürlich sehen, dass er sich mal weiterentwickelt, und macht das auch. Läufer D6, Springer E3. Der Springer geht auf seine Reise, C2 ist immer nur eine Zwischenstation, und Springer E3 ist mit einer positionellen Drohung verbunden. Er möchte jetzt nach C4 und einmal hier Hallo sagen. Und Schwarz ist gut beraten, das zu verhindern. Und das kann er auf ganz natürliche Weise machen, indem er seinen Läufer entwickelt nach E6. Ja, und dies mag so ein bisschen eine kritische Stellung sein. Ich habe gestern Abend YouTube geguckt und habe gesehen, Georgios war spät noch wach und hat kaum, dass sie beendet war, schon ein Video zu dieser Partie gemacht und weist darauf hin,
Und das hat auch Substanz, dieser Hinweis. Darum gucke ich Georgios eigentlich ganz gerne, weil das ist halt, das hat halt schachlich immer Substanz, was der macht. Und das ist hier auch so. Der spricht hier über Dame C2. Das ist natürlich die Computeralternative, also die Maschine sagt hier, dass zwei Züge gut sind, Dame C2 oder Dame B2, was in der Partie gespielt wurde, was wir gleich noch genauer betrachten werden. Dame C2 mit Bedrohung des Bauern E4, den müsste man dann decken, Springer D5, CD und hier gibt Georgios nur Dame B3. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich mit Dame A4? Das Problem ist nämlich, oder Problem in Anführungszeichen, wie sich dann rausstellt, das Problem in Anführungszeichen ist, dass man jetzt mit dem König ziehen muss. Man kann hier nicht Springer D7 machen. Das geht auf mehrfache Weise nicht. Ein einfacher Zug für Weiß ist Dame B5 mit Doppelangriff auf D5 und B7. Auch Läufer H3 ist an dieser Stelle eine ganz schöne Gemeinheit. Dann steht der schön unter Feuer. Und Schwarz müsste den decken. Und jetzt kann man sich überlegen, will ich auf A7 einen rausknipsen oder spiele ich wieder mein Dame B5 mit dem Doppelangriff. Beides gut für Weiß. Insofern, Springer D7 geht nicht. Man muss hier die Rochade opfern, aber man stellt dann fest, das ist gar nicht so schlecht. Denn der König, wenn Weiß jetzt zum Beispiel lang rochiert, dann steht der König nach G6 und König G7, der steht hier gut und fühlt sich wohl. Und Weiß hat ja keinen schwarzfeldrigen Läufer mehr. Diese vier Tempi, um den weißen schwarzfeldrigen Läufer zu holen, waren in dieser Konstellation sehr, sehr gut investiert. Denn hier kann man easy G6, König G7 spielen. Was überhaupt nicht der Fall wäre, hätte Weiß jetzt noch einen Schwarzfelder, der auf der langen Diagonale runterguckt. Dann wäre das hier problematisch für Schwarz. Aber so ist das gut für Schwarz. Und das kann sogar noch besser für Schwarz werden. Wenn Weiß nämlich hier ein bisschen gedankenlos den normalen Zug macht und rochiert, dann kann Schwarz auch auf G6 und König G7 verzichten. Kann man auch spielen, aber man kann auch überlegen, ob man hier zum Beispiel G5 macht und sich sofort auf den weißen König stürzt. Oder was hier auch ein interessanter Zug ist, ist Turm G8, wieder mit der Idee, dann G5 folgen zu lassen. Und sicher ist, dass das Ganze dann eine sehr, sehr scharfe Partie würde. Dies ist vielleicht schon etwas angenehmer für Schwarz, aber Rochade ist halt auch ein bisschen schlampig an dieser Stelle. Hier muss man anders spielen. Und es ist etwa im Gleichgewicht. Also ich wollte eigentlich nur die Botschaft überbringen, König F8 spielen zu müssen, ist überhaupt nicht schlimm für Schwarz, kann sogar gut für Schwarz sein. Ja, und auch diese Stellung, die Georgios hier gibt und sagt, hier würden die Weißen dann irgendwie nach Vorteil fahren müssen in der Zukunft und von Vinzenz Dame B2 Abstand nehmen. Ich finde die nicht so richtig überzeugend für Weiß. Ne? Also von Druck ist hier keine Rede. Man wird hier irgendwie zum Beispiel Rochade, Turm D1, D3, den dann anhebeln müssen. Aber für den Moment ist Schwarz wunderbar zentralisiert, ist deutlich aktiver. Und wenn man einen richtig harten Kampf will, das hat mir die Maschine gezeigt, weil da bin ich von selbst nicht drauf gekommen, kann man hier sogar lang rochieren. Das funktioniert. Das würde ich am Brett nie spielen. Das sieht sehr, sehr bedenklich aus, hier rein zu rochieren, wo sich Weiß schon ausgebreitet hat und wo ja auch nicht so richtig viele schwarze Truppen vorhanden sind. Aber Weiß hat auch nicht viele Truppen, um den anzurufen. Der macht den Sidestep nach B8 und fühlt sich da ganz wohl. Und dann muss nämlich der weiße König erstmal erklären, was er machen will und was dem passieren kann, wenn der hierhin rochiert, ne? Haben wir ja eben schon gesehen. Also das könnte eine sehr, sehr scharfe Stellung geben. Sehr interessant. Gut möglich, dass wir dazu noch Großmeisterpartien auf höchstem Level sehen. Vinzenz spielt hier Dame B2. Das ist auch kein schlechter Zug. Und er stellt ja auch eine Drohung auf. Eine versteckte. Das kann man leicht übersehen. Hier droht Springer schlecht E4. Und Springer schlecht E4 kann man nicht zurücknehmen, weil dann kommt Dame E5, Läufer E5 und wir knipsen auf E4 eine Figur raus. Da liegt ein taktischer Schuss in der Luft. Und dem muss Schwarz erstmal begegnen. Läufer D5. Jetzt ist dieser E4 nochmal überdeckt und Weiß kann da nicht mehr rausnehmen. Tja, Vinzenz rochiert erstmal. Schwarz macht das auch. Turm FD1. Wir haben schon über die Hebel gesprochen. Dieses muss der weiße Hebel sein und er muss diesen Kollegen hier
früher oder später befragen, um sich Raum und Luft zu verschaffen, mit dem er arbeiten kann. Also das, ohne den geht es jetzt nicht mehr. Und halt dieser F3-Hebel, der ist nicht mehr in der Stellung. Wir sprachen drüber. Turm FD1, das soll D3 vorbereiten. Ja, und hier kann man ein bisschen ambitionierter werden. Also Alex spielt hier Turm FE8, was natürlich ein guter, normaler Zug ist, zentralisiert sich und ist auch schon auf der E-Linie tätig, die ja potenziell aufgehen wird, wenn Weiß seinen Hebel ansetzt. Die Maschine sagt, du kannst hier als Schwarzer auch schon ein bisschen Ambition zeigen, Dame E6 spielen. Dann bleiben die Damen auf dem Brett und das Ganze mit Läufer E5 verstärken und dann hat der nämlich die lange Diagonale. Und die Maschine findet das, also das heißt nicht viel, aber ich finde das einen kleinen Tucken besser für Schwarz sogar. Das ist jedenfalls der etwas ambitioniertere Weg, das hier zu spielen. Turm FE8 ist halt so ein normaler Standardzug, den ich habe jetzt die Bedenkzeit nicht hier. Ich nehme an, den wird Alex schnell gemacht haben. D3. Klar. Okay, jetzt löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Schwarz muss hier einmal nehmen. Jetzt bedienen wir uns auf D5 und holen uns diesen Läufer zurück. Wir wollen ja nicht auf ewig gegen das schwarze Läuferpaar spielen. Springer D5. Springer schlägt D5. Dann müssen wir erstmal noch einmal nehmen. Springer schlägt D5. Wäre hier wahrscheinlich keine so gute Idee, weil dann ist wahrscheinlich das Zwischennehmen auf E2 ganz gut und Schwarz steht sehr in Ordnung mit seinem Bauern auf E2, den Weiß auch nicht so schnell kriegt. Da wird dann noch zu klären sein, ist der stark oder wird der doch zur Schwäche? Läufer schlecht D5 muss hier schon sein. Und hier ist jetzt dieses Zwischennehmen auf E2 nicht so gut. Man könnte ja denken, okay, komm, bevor ich den Läufer nehme, gewinne ich erst noch ein Tempo mit D schlecht E2. Aber dann ist Läufer F7 doch schon eine kalte Dusche. Läufer F7, König F7 gewinnt dann sozusagen diesen Bauern zurück und nach Dame E2 hat Weiß Vorteil. Denn jetzt sind die Damen auf dem Brett und das ist ein Faktor, weil die schwarze Königstellung nicht schön ist. Der H5 ist jetzt eher auch eine Schwäche, die schwarze Königstellung ist sehr aufgeweicht. Es ist noch nicht tödlich oder so, aber dieses möchte man schon doch klar lieber mit Weiß spielen und rechnet sich hier mit Weiß Perspektive aus. Hier wird Schwarz lange kämpfen müssen, bevor er sich einen halben Punkt sichert. Insofern ist besser, Dame schlecht B2 zu spielen und Turm schlecht B2. Und hier, sehr, sehr präzise, Rufzeichen Läufer E5. Sehr stark von Alex. Läufer E5, Turm A2, D schlecht E, Turm E2, CD, Turm D5. Ist die Stellung, die sie gleich kriegen. Und die wollen wir mal einmal vergleichen mit der Stellung, die auch hätte entstehen können ohne diesen sehr, sehr präzisen Zwischenzug Läufer E5. Man kann ja auch direkt hier nehmen, das ist dann genau das gleiche. DE, Läufer F7 ist jetzt übrigens Quatsch, weil jetzt sind keine Damen mehr auf dem Brett, jetzt zählt die aufgeweichte Königstellung nicht. Hier spielt man als Weißer besser Turm E2 und dann passiert genau das, was wir in der Partie haben, mit dem Unterschied, dass der Läufer auf D6 und nicht auf E5 steht. Und das wiederum kostet Schwarz ein Tempo. Man beachte, hier hängt auch einer. Insofern musste hier als Läufer, als Schwarzer wahrscheinlich Läufer E5 spielen. Und dann hat Weiß halt noch ein Tempo Zeit, mit dem er was machen kann. Er kann zum Beispiel Springer C4 spielen. Den Läufer angreifen. Der wird ziehen müssen. Dann tauschen wir und gewinnen hier einen Bauern. Und Weiß hat leichten Vorteil. Schwarz ist sehr aktiv, es ist immer noch nicht entscheidend, aber man hat erstmal einen Bauern eingesackt. Man kann an dieser Stelle auch Turm D7 spielen, auch das ist stark. Da muss Schwarz nochmal reagieren, weil der B7 hängt. Das lassen wir dann mit Springer F5 folgen und haben dann eine schöne Initiative als Weißer. Also hier kannst du es dir aussuchen, Initiative nehmen oder mit Springer C4 dir diesen Bauern abholen. Und das liegt halt daran, dass in dieser Stelle der Läufer D6 hängt und Schwarz nochmal reagieren muss. Und jetzt verstehen wir, warum Läufer E5 von Alex so präzise ist. Er spielt jetzt hier erst Läufer E5, der angegriffene Turm muss ziehen und jetzt kommt diese Operation, CD, Turm D5. Und ist die gleiche Stellung wie eben, nur halt mit dem schwarzen Läufer schon auf E5 und Schwarz hat hier jetzt einen Zug Zeit, all das zu verhindern, was über ihn hereinbrechen könnte. Ich habe es euch ja eben gezeigt, Springer C4 oder Turm D7. Hier hat Schwarz Zeit, kann Turm AD8 spielen. Und das ist der Grund, warum Läufer E5 so präzise war. Man könnte aber, wie ich beim Zuschauen auch dachte, man könnte aber meinen, dass Weiß hier immer noch einen Pull hat. Wie heißt denn das auf Deutsch? Dass Weiß hier immer noch am Drücker ist, eine kleine Initiative hat.
Turm B5, greift ihn an und spielt dann Springer C4. Und es ändert ja, ist er unverändert hier dahinter auf der fünften Reihe, da steht einer, den sich Weiß einsacken kann. Das ist auch das, was in der Partie passiert. Turm E8, Turm E8, Turm vielleicht H5 und Weiß hat einen mehr. Es stellt sich nur raus, es ist total egal. Schwarz ist trotzdem voll okay. Turm E4. Und plötzlich merkt der Springer, der hat gar kein richtiges Feld. Also der hat ein Wunschfeld, auf das er gerne gehen möchte. Das ist E3 und wenn er da stabil stünde, dann wäre auch alles super. Aber Springer E3 geht taktisch nicht, wegen Läufer schlecht G3. Ups. Ne, F schlecht G, Turm schlecht E3. Insofern muss der Springer hier auf so ein unstabiles Feld gehen und es ist relativ egal, was er hier macht. Springer B2, Turm E2. Springer C4, Turm E4. Springer B2, Turm E2, Springer C4. Und ihr wisst jetzt auch, wie die Partie ausgegangen ist. Hier haben die beiden nämlich, hier endet die Partie durch Zugwiederholung. Und Alex Donschenko hatte Vincent ein ganz, ganz sauberes Remis mit Schwarz abgenommen. Also sehr, sehr überzeugend von der schwarzen Seite. Und es ist hier auch tatsächlich egal, was Weiß macht. Also der kann hier auch Springer D3 oder so versuchen. Schwarz hat dann immer Züge wie Turm A2, der noch nicht mal eilt. Und es zeigt sich, dass dieser Bauer sehr schwach ist und dass dieser Turm, der eben auf H5 einen eingesammelt ist, überhaupt nicht helfen kann, den zu verteidigen. Hier geht immer einer verloren in allen Abspielen, die man hier versuchen kann als Weißer, sodass sich Schwarz hier immer einen zurückholt und halt total okay ist. Ihr seht es an der Engine-Leiste, 0,00. Ja, das wird Vincent genauso eingeschätzt haben und darum an dieser Stelle Zugwiederholung. Sehr beeindruckend fand ich, dass das der Alex ja aus der Distanz alles gesehen haben muss, dass das hier okay ist. Ich meine, hier sieht man als Dummbatz wie ich, hier sieht man, huch, jetzt ist erstmal ein Bauer weg und da würde ich vielleicht dann die Berechnung dieser ganzen Aktion nach Läufer E5, da würde ich die dann vielleicht abbrechen, weil ich denke, nee, weil hier kommt Turm B5 und da kommt Springer C4, da muss ich den Läufer ziehen und dann ist ein Bauer weg. Und hier kann man abbrechen und denken, nee, hier habe ich einen Bauern weniger. Und Alex hat dann noch gesehen, dass Schwarz hier total okay ist. Turm E4, Springer B2, Turm E2. Und das ist schon ziemlich tief. Er hat das so 10 Züge im Voraus oder so. Mit seiner Läufer E5-Operation. Also sehr, 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 sehr beeindruckend. Ganz, ganz sicheres Remis, ohne auch nur ein bisschen zu wackeln gegen Vincent Keimer mit Schwarz. Reife Leistung von Alex Donschenko am ersten Brett des Turkish Airlines Chess Club oder Sports Club? Wusste ich gestern schon nicht, weiß ich heute immer noch nicht. Jeweils am ersten Brett seines türkischen Clubs, wo ja auch Matthias Blühbaum am dritten Brett spielt. Heute freuen wir uns auf Vincent Keimer gegen Magnus Carlsen und ich nehme an, dass ich das dann auch morgen hier zum Gegenstand mache. Vielleicht mache ich auch mal wieder ein langes Video. Ne? Vielleicht ist es euch aufgefallen, die Videos auf diesem Kanal sind ein bisschen kürzer geworden. Ich habe mich so versucht, diesem 15 bis 20 Minuten Ideal anzunähern, aber es fühlt sich manchmal für mich an, als sei ich doch sehr an der Oberfläche geblieben. Und ich finde, es ist so langsam mal wieder Zeit für so einen richtig schönen 45 Minuten, in dem wir uns mal so eine hochklassige Partie mal richtig im Detail angucken. Und mal erforschen, was da los war und worum es da ging und was alles hinter den Kulissen geblieben ist und in den Köpfen der Beteiligten. Und da ist ja vielleicht so eine Partie Keimer gegen Carlsen. Nee, ich glaube Carlsen gegen Keimer. Vincent hat Schwarz heute. Da ist die ja vielleicht ganz geeignet für. Also ich freue mich drauf und mal gucken. Vielleicht belästige ich euch morgen wieder mit so einem schönen 45 Minuten. Wir hatten lange keinen mehr. Für heute soll es das gewesen sein. Heute kommen wir mal so gerade an die 25, nicht mal ganz, wenn ich jetzt noch eine lange Outro-Ansprache halte, dann wird es knapp 25. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Jetzt muss ich Carlsen gegen Keimer gucken und wir sehen und hören uns morgen hier auf diesem Kanal. Macht es gut, vielen Dank.